Moin zusammen und willkommen zurück zu Outward Definitive Edition. Wir haben es vorige Folge nicht mehr ganz aus der Festung rausgeschafft. Vom Mondkarn-Clan. Ist immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Aber wir haben schon mal alle da fertig gemacht. Und haben auch einige schöne Sachen mitgenommen. Neue Schlagringe, neue Mütze und eine helle Bade, mit der wir nichts anfangen können. Ist aber nicht so schlimm. Erstmal machen wir weiter mit den Schlagringen. Und als nächstes steht an, mal wieder zurück nach Sierzo zu gehen. Es ist aber noch nicht so dunkel, deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir gehen mal eben hier rechts rum und sammeln noch so alles so an Pflanzen ein, die wir so finden. Und vielleicht haben wir Glück, finden auch nochmal, weiß nicht, Erz. Und da ist ein Edelstein drin. Im Optimalfall ein Saphir. Wir brauchen nämlich noch einen, damit wir in der Höhle, wo wir den Pilzschild gefunden haben, eine Tür öffnen können. Aber erstmal. Krass, ich dachte gerade, hier unten, wo es anfängt, hier wäre schon das Wasser und habe mich voll gewundert, warum die Fische so weit unten sind. Also so tief im Wasser. Wie man die denn angeln soll. Dachte ich so, what the fuck? Ja. Outward ist mittlerweile fast zu einem Daily Upload geworden mit Skyrim. Liegt vor allem daran, weil ich mich lange Zeiten hinsetze, die beiden Sachen aufzunehmen. Und weniger WoW spiele, denn weiß nicht, ist gerade nicht so the yellow from the egg. Also man kann nicht so viel machen wie zu Uldor-Zeiten gefühlt. Oder zu Uldor-Zeiten war es noch irgendwie ein bisschen aufwendiger. Und jetzt zu PDK-Zeiten ist man irgendwie gefühlt an einem Tag mit einem fertig. Ja. Naja, kommt den Uploads zugute. Von daher denke ich, sollte das für alle fein sein. Ich weiß nicht, ob es allen gefällt. Outward. Mir gefällt's, deswegen spiele ich's. Sonst würde ich nicht spielen. Ich habe mir jetzt aber auch zum Beispiel, heute habe ich mir, ist ja generell so Game Storylining. Es gibt so ein paar Spiele, die werden häufig und viel auch gerusht. Und da bleibt immer so viel auch von der Story auf der Strecke. Und habe ich zum Beispiel heute, ich habe mir, gestern habe ich mir dann die Story von Diablo 2, wie jemand sie durchspielt und erklärt, so Storyline-technisch, also so wie so eine Art Podcast oder wie so eine Art Hörbuch, runtergeladen und angehört. Und das habe ich auch beim Joggen gerade gehabt. Und hab dann voll die Zeit vergessen. Dann war ich viel länger unterwegs, als ich eigentlich unterwegs sein wollte. Ja. Und die Story von Diablo 2 ist auch echt ziemlich cool. Zuletzt hatte ich auch irgendwann mal Diablo 1 durchgespielt. Das habe ich aber offscreen gemacht. Ich meine, ich habe mir die GOG-Version gekauft. Die ist relativ gut kompatibel. Und ich war auch noch... Da hat sich was bewegt, oder? Nein, hier hat sich nichts bewegt. Und ich war auch noch am Überlegen, ob ich vielleicht Banditen, zwei Stück. Die will ich jetzt nicht machen, auch wenn da ein Baumstumpf ist. Ich würde sagen, es wird spät genug, wir gehen zurück nach Sierzo. Ich hatte mir auch Warcraft 3 überlegt, mal nochmal anzugucken. Es ist schon ewig her, dass ich Warcraft 3 die Story gespielt habe. Und ich habe die eigentlich echt geil in Erinnerung. Also, soweit ich sie in Erinnerung habe, war die eigentlich mega, mega gut. Es hat, meine ich, ziemlich viel Bock gemacht, Diablo 3 zu spielen. Diablo 2 habe ich nie... Diablo 2. Warcraft 3. Warcraft 3 zu spielen. Warcraft 2 habe ich nie gespielt. Da kann ich nichts zu sagen. Aber Warcraft 3 fand ich eigentlich immer ziemlich, ziemlich gut. Die fette Schrecke oder was auch immer das sein soll, mache ich nicht. Jetzt nur noch die paar Sachen hier eingesammelt und jetzt können wir, denke ich, auch ab nach Sierzo. Na? Das, was wir eingesammelt haben, verkaufen, zu Geld machen, ein bisschen mal über unsere Kiste, sagen wir mal, durchgucken. Vielleicht können wir noch ein paar Rezepte kaufen. So viele habe ich ja noch nicht. Ist da vorne was? Sind da vorne zwei Banditen? Ja, da sind zwei Banditen, vorsichtig. Die wollte ich jetzt nicht machen. Nee, wir wollen zurück.
Wie viel Uhr haben wir? 20.36 Uhr. Habe ich gerade einen Heiltrank getrunken? Oder habe ich ein Gegengift getrunken? Ich habe irgendwas getrunken und ich bin entweder auf 4 oder auf E gekommen. Ich habe noch gemerkt, oh, ich habe eine falsche Taste getroffen. Habe nicht mehr gesehen, was aufgeleuchtet ist. Ich glaube, es war ein Gegengift. Weil Heiltränke waren, glaube ich, alle. Die habe ich mal nicht alle benutzt. So. Ey, man kann das Spiel übrigens auch entgegen meiner Zufriedenheit, beziehungsweise entgegen meines bevorzugten Spielstils mit Controller spielen. Ich habe es schon mal mit Controller gespielt. Ich war absolut schlecht. Also, es ist Controller freundlich, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch ein Konsolenspiel. Ich habe es jetzt auch nicht nachgeguckt. Ja. So. Die idyllische Musik von Sierra, so heißt uns zurück. Willkommen zurück. So. Was kann ich für dich tun? Ich würde gern Sachen verkaufen. Die hier brauche ich nicht mehr. Das. Oh, 75. Werde ich nicht benutzen. Weiß ich jetzt schon, werde ich nicht benutzen. Wisst ihr, warum ich es nicht benutzen werde? Weil es super langsam ist, die Waffe. So, ich weiß nicht, ob ich hier von 2 habe, deswegen verkaufe ich es nicht. Oh, ist das viel wert? Aber das brauche ich jetzt gerade nicht. So, er hat wieder Schuppen, Leder und er hat einen Abenteurer-Rucksack. Der macht ermöglicht schnelles Ausweichen, da steht er gerade, ne? Speziell angefertigt, um Ausweichen nicht zu behindern. Aber ich will die 50er-Tasche behalten, deswegen nehmen wir das nicht. Aber das hier kaufe ich mir auf jeden Fall. Er hat einen winzigen kleinen Saphir, den kaufen wir auch. So, und jetzt haben wir auch schon alles. Ich krieg noch 34. Perfekt. Wunderbar. Dann können wir jetzt nach oben. Und eine Runde schlafen gehen. Drei Wege, die wir einschlagen können. Ich hatte jetzt in die Weltkarte noch nicht so groß gezeigt, beziehungsweise es gibt keine Weltkarte, falsch. Ich habe jetzt die Karte von den Halbinseln nicht so groß gezeigt, nur dass so dieses einige Banditenlager, das Konfluxgebirge haben wir schon mal gesehen, aber nicht, wo es woanders lang geht. Ich will auch gar nicht so schnell in ein anderes Gebiet gehen, denn ich habe da noch ziemlichen Respekt vor. Ich will jetzt erstmal so ein bisschen Fuß fassen. Moment, mal kurz hier alles reinpacken. Alles ohne Rücksicht auf Verluste. So. So, was habe ich jetzt gesagt? Ach ja, ich will auch noch gar nicht so schnell in andere Gebiete gehen. Grund dafür ist, ich denke, ich bin dafür noch nicht bereit. So, das sollte reichen. Ich denke, wir sind noch nicht bereit. Also, wir haben jetzt die Skills, die wir lernen können, ohne einen Skillpunkt zu investieren, hier in Sierra so gelernt. Es gibt halt noch die eine Zweihandfähigkeit, die uns der Torwächter beibringen kann. Oh, ist schon fertig. Und die eine Axtfähigkeit, aber ich spiele weder mit Axt noch mit Zweihand, also kann ich das Silber erstmal sparen. Und so, ihr könnt erstmal rein. Und ja. Vielleicht haben wir noch Glück und irgendwelche besseren Gegenstände werden noch gefunden. Jetzt muss ich mal eben schauen. Wir haben 151 Silber. Hätte ich gar nicht gedacht. Wir können mit dem kleinen Saphir, denke ich, einmal schnell losgehen. Und die Tür aufmachen. Es dürfte ja unterwegs nicht sein. Und dann wieder zurückkommen. Ja. Ja. Gehen wir mal schnell. Oh. Schön. Ich habe nichts zu trinken mit. Sekunde. Das ist so das Einzige, was jetzt gerade noch nützlich ist. So. Dann gehen wir mal schnell. Und packen den kleinen Saphir. Ah, warte, warte. Was ist, wenn da Eisen ist? Oder was anderes? So, noch Dingens mit. Ich bin ein Idiot. Also, das darf nicht fehlen. Das darf nicht fehlen. Und das darf nicht fehlen. So, dann kann ich auch direkt die hier mitnehmen und. Und hiervon welche? Safety first, ne? Ach, dass das immer mit okay bestätigt werden muss. So. Eine. Mal das da und auf geht's. So, jetzt aber. Auto laufen. Und auf geht's. Nehmen wir mal eben den kleinen Saphir in die
Tür da rein. Das war, meine ich, auch die letzte. Und dann können wir gucken, was hinter der Tür sich verbirgt. Wenn wir das eingesammelt haben, dann wird sortiert. Dann wird ganz klar geguckt, was brauchen wir nicht. Gekauft und verkauft. Und hoffentlich sind wir dann richtig, richtig gut aufgestellt. Ich habe nichts zu trinken hier. Mist. Ja, muss ich jetzt dursten. So. Oh, da stand was Wichtiges zu schweren Rüstungen, was ich nicht vorgelesen habe. Fuck. Oh, ist das ein geiler Sonnenaufgang. Ja. Ich kann mich so verirren in diesen wunderschönen Sonnenaufgängen. Es hat einfach was, ey. Es hat hier einfach so. Es ist so schön, dieses Spiel. Also damit kannst du halt super punkten, ne? Mit solchen Sachen hier. Da hat es mich auch direkt eingefangen mit. Ich freue mich schon auf Gebiete, die ich noch gar nicht kenne. Oder die ich nicht mehr wirklich in Erinnerung habe, weil ich es nur einmal gespielt habe. Oh. Ah, es ist so geil. Entschuldigung. Also so schön die Grafik von Skyrim ist, leider kann sie hier nicht mithalten. Das ist schon... Klar, man kann sie modden. Aber das ist ja die Grundgrafik hier, ne? Und die Grundatmo, die ist wunderschön. Gefällt mir. Ich wollte halt schon lange mal wieder Outward spielen, deswegen schwärme ich so viel davon. So, weiter geht's. Kann ich schon wieder einsammeln? Sind die jetzt auch dann schon wieder Gegner? Das wäre schlecht. Ne, es sieht nicht danach aus. Aber wir können hier einmal komplett durchlaufen und dann alles abbauen. So. Was haben wir hier? Da ist was am Blinken. Aasfresserstiefel, Eisenschwert, Aasfressermantel, großer Lebenstrank. Die Mütze will ich haben! Oh. Okay, dann gucken wir uns mal das Aasfresserzeug an. Hier Beutelbonus. Also ihr habt bessere Schutzwerte als unsere und einen kleineren Beutelbonus. Wie sieht die denn? Die muss man sich draußen nochmal angucken, aber ich glaube, die sieht sick aus. So, jetzt gehen wir einmal kurz durch die Gänge durch und sammeln alles ein, was wir noch einsammeln können. Hier scheinen ja die Pilze wieder gewachsen zu sein. Oder auch nicht überall. Oder ich finde gerade einfach keinen. Hä? Okay, scheint nicht überall alles wieder hergekommen zu sein. Dann gehen wir mal hier lang. Hier ist nichts. Hier ist nur der Dicke. Hier liegt der Schlafsack. Oh. War nicht hier? Ah, guck mal. Pilze. Aber wenn der grüne Pilz da ist, dann müsste oben der Mana-Stein auch wieder abbaubar sein. Und die Eisenader hier. Ein Kieskäfer. Irgendwas wird man mit dem Kieskäfer auch machen können. Ich weiß, was wir mit dem Kieskäfer machen können, aber ich habe das Rezept noch nicht gefunden. Es ist so doof. Mal kurz hier lang. Eisenschrott ist jetzt nicht so. Das geht gelb auf mein Ei.
Haben wir hier noch? Ja, da ist noch ein Mana-Stein. Wunderbar. Hakamit! Mano. Oh, die ist noch leer. Aber hier sind noch Sternpilze. Wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir auch alles mit. Oh, ich darf aber nicht zu viel Zeit vertrödeln. Lauf! Lauf schneller! Schneller, 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 schneller! Hier lang. Und hier lang. So. Da ist doch jetzt der Platz, wo noch hier Pilze sind, oder? Hier Pilze sind. Da vorne, da vorne, da vorne. So, mal eben was trinken hier vom sauberen Wasser. Ich finde noch diese Unterscheidung, die sie gemacht haben, dass Wasser in Gesteinsspalten sauberes Wasser ist, aber in Flüssen nicht. Weil in Flüssen kann ja Wildtier und anderes das Wasser verunreinigen. Aber Steine filtern ja das Wasser. Schön, ne? Schön, dass berücksichtigt wird. Öl! Gut, jetzt müsste ich aber alles haben. Dann können wir auch wieder raus hier. So. Hier ist nichts. Dann mal wieder zurück nach Sierzo. Jetzt haben wir schon so viel Zeit verplempert. Also ich habe schon so viel Zeit verplempert und wir haben nur einen schönen Sonnenaufgang gesehen. Und das war's eigentlich schon fast. Hm. Dann lernen wir jetzt Rezepte. Dann wird diese Folge eine Handwerksfolge. Gehört mit dazu. Schöner Sonnenaufgang. Wir haben jetzt auch erst 7 Uhr morgens. Ach ja, ich kann mal die Karte zeigen. Also wir waren schon hier im Banditenlager. Hier ist das Konfluxgebirge, das konnten wir etwa von hier irgendwo sehen. Hier geht's zu den Heiligen Sümpfen und hier geht's zu Enmarkarwald. Enmarkarwald ist das, wo uns Risa treffen wollte. Heilige Sümpfe ist das, wo Olielle uns treffen wollte. Und Isan ist noch durch den Enmarkarwald. Ich glaube, dann da nochmal irgendwo durch und dann ist man da. Und hier sind noch uralte Ruinen, Banditenlagern. Die Festung Vendavil, das ist ja aussieht eine konkurrierende Festung zu Sierzo. Und die versklaven uns, wenn wir hingehen. Hier ist noch eine Festung. Hier ist der Turm beklüngelnden Windes. Und uralte Ruinen, okay. Also gibt es ganz viel zu erkunden noch in den Halbinseln, bevor wir überhaupt uns in ein neues Gebiet schmeißen. So, jetzt habe ich die Rüstung gar nicht angeguckt. So, das ist die Aasfresserrüstung und das ist die Hand. Hat zwar was, aber ich finde die Händlerrüstung besser. Also das Händlergewand, das passt besser zum Hut. Bleiben wir beim Händlergewand. Was hin und wieder drin stand, was mir jetzt gerade nochmal eingefallen ist, man kann übrigens, sollte man Schwierigkeiten haben, wenn das einem alleine zu schwer ist, man kann es auch Koop spielen. Also einer spielt so gesehen seine Geschichte von Outward und der andere hilft ihm. Kann dann theoretisch auch beide auf ohne Equipment anfangen, also dass einfach einer nur seinen Start spielt und dann bei dem anderen reingeht. Er macht übrigens nicht seinen Story-Fortschritt, sondern nur der Host des Spiels. Es ist auf 2 Spieler tatsächlich auch begrenzt. Das heißt, man kann nur mit einem anderen spielen. Deswegen kann man am Anfang auch auswählen, ob man 1 oder 2 Spieler spielen möchte. Es gibt aber eine Modifikation für die Computervariante, dass man mit mehr Leuten spielen kann. Die ist aber ein bisschen verbuggt. Und mit ein bisschen verbuggt ist so, dass wir, als wir es mal zu dritt gespielt haben, schon mal einen Rucksack verloren oder verdoppelt hatten. Also wenn man dann zum Kämpfen den Rucksack so abgeschmissen hat, dann war auf einmal der Rucksack, hat den einer mitgenommen und der andere hat den auch nochmal mitgenommen. Und dann lag aber der Rucksack immer noch da oder so. Was kann ich für dich tun? So, ich würde gerne das Eisenschwert verkaufen und das war's, ne? Ja. So. Jetzt haben wir ja die Aasfresserrüstung und diesen fetten Trank. Was kann der Trank? Schließt blutende Wunden. Sofort Gesundheit und Maximalgesundheit wiederherstellt. Das ist natürlich ein heftiger Trank. So, aber bevor wir uns weiter den Tränken widmen, oder was wir gefunden haben, sondieren wir einmal oben in der Kiste so ein bisschen unsere Sachen aus.
und gehen mit unserem Geld nach unten Rezepte kaufen. Ich würde sagen, wir fangen an mit Tees und Kochrezepten, bevor wir Alchemie uns holen, denn wir haben gar kein Alchemie-Labor. Beziehungsweise man braucht, glaube ich, kein Labor, sondern einfach nur so ein... Wie heißt das nochmal? So ein Alchemie-Ding. Weiß nicht, wie es heißt. So, was haben wir hier? Das brauchen wir alles. Die kann ich nicht verkaufen. Das kann ich auch nicht verkaufen. Nein. Die kann ich verkaufen. Ich muss die Gebärenmarmelade bearbeiten, wie es scheint. Jerky wird bald schlecht und bringt auch nicht wirklich was. Dann verkaufen wir Jerky. Fleisch habe ich nicht so viel. Okay. Blausand. Alchemistische Zutat. Den will ich nicht verkaufen und den auch nicht. Kugeln. Werde ich Kugeln benutzen? Weiß ich noch nicht. Gut, dann verkaufen wir das hier und haben 157 Gold, Silber. Die wir ausgeben können. Starten wir beim Gemischtwarenhändler. Ich meine, der hat nämlich die Tees im Angebot. Oh, welchen Tee kann ich nochmal? Den beruhigenden, den Erkältungstee. Kann ich das nicht hier nachgucken? Kann ich nicht. Mist. Da muss ich mich drauf verlassen, dass ich weiß, welchen Tee ich noch kann. So. Moin, moin! Suchst du nach was bestimmt? Kannst du erstmal das Jerky hier kaufen und das da? Und jetzt schauen wir mal. Bitterer Gewürztee. Beruhigender Tee. So, den bitteren Gewürztee kann ich, glaube ich, noch nicht. Den beruhigenden Tee kann ich schon. Amulitrüstung interessiert mich nicht. Provisorische Lederrüstung auch nicht. Das bedeutet, das reicht schon. Handel bestätigen. Bitte sagt, dass ich... Ich konnte ihn noch nicht. Perfekt. So, dann schauen wir mal eben bei ihr hier. Hat sie noch anderes als Alchemie-Sachen? Hallöchen. Kaufen? Feuerlappen, kann ich den schon? Muss ich mal kurz schauen. Ich kann Eislappen, aber noch keinen Feuerlappen. Hallöchen. Okay. Dann zeig mir mal den Feuerlappen. Eislappen kann ich schon. Stabilitätstrank. Okay, das sind alles nur Elixierer. Für Alchemie. Alchemieausrüstung braucht man. Ah ja. Gut, dann können wir jetzt noch oben zum... Oder hat der Schmied noch was Gutes? Was kann ich für dich in Ordnung? Stolperfalle, Stolperfalle und Nägel. Guck jetzt mal, was der Koch mir beibringen kann. Denn wir haben ganz viele Sachen oben in der Kiste und wir haben ganz, ganz wenig Rezepte nur. Kann ich dir helfen? Oh. Bergmanns Omelette habe ich noch nicht. Beruhigender Tee kann ich schon. Bitterer Gewürztee kann ich schon. Cerso Sivisch kann ich schon. Gabärenstulle kann ich auch. Jerky kann ich noch nicht. Lux Lichette ist ein bisschen arg teuer. Mehr. Riss Frikassee, warte mal. Tum, pikante Paste. Mineraltee. So, dann habe ich alle Tees und nehme noch das Meeresfrikassee dazu. Und das Restgeld behalte ich. Gut. Alles klar. Jetzt haben wir ganz viele neue Rezepte gelernt. Ganz, ganz viele neue Rezepte. Jetzt können wir auch mal unsere ganzen Sachen verarbeiten. So. Machen wir das oben? Nee, ich glaube, ich habe nicht so viel Salz, oder? Muss mal gucken, wie viel Salz ich habe. Und wofür ich überhaupt alles Salz brauche. So. Jetzt brauchen wir einmal Salz habe ich ja sogar. Aber ich habe nicht viel Wasser, ne? Ja, dann müssen wir das unten machen. Jedoch als Zutat für Gesundheit wiederherstellende Elixiere, dann ist das nichts zum Kochen. Das ist was zum Kochen. Das ist, glaube ich, ja, das ist was zum Kochen, das ist was zum Kochen. Der auch. Die auch. Das. Glaub schon, weiß ich nicht. Mitnehmen. So. Wir haben es gleich. Ich denke, wir haben jetzt alles.
So. Dann, oh, ich brauche noch Feuerstein und Stahl. Denn wir kochen jetzt unten. Direkt neben der Wasserquelle, die uns Salz auch bringt. Es regnet. Ich denke von dem, wenn wir damit Gold jetzt machen. Okay, ich sage immer Gold, es ist Silber. Wenn wir jetzt damit ein bisschen Silber machen, dann würde ich sagen, oh, hier ist ganz viel. Würde ich sagen, kaufen wir eine Alchemieausrüstung? Ich glaube schon. Also, Bergmanns Omelette. Steht nicht dran, was es kann. Machen wir einmal. Ohrigen Tee haben wir schon mal gemacht. Bitteren Gewürztee weiß ich, was er macht. Fleischeintopf, Gabärenmarmelade, Jerky. 5! 3. Aber das bringt mehr Essen zurück. Meeresfrikassee. Das ist, glaube ich, gut. Mach ich mal einen. Mineraltee. Auch mal einen. Und das war's. Gabärenstullen. Ach, mir fehlt Brot. Ich kann eine Gabärenstulle für 2 verkaufen. Wie viel kann ich eine Gabärenmarmelade verkaufen? Sekunde. Eben was nachschauen. So, Bergmanns Omelette. Steht nicht dran, was es kann. Essen wir. 2 Buffs. Genesung und Ausdauer. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gesundheit, Mana und Ausdauer. Das, ja, Meeresfrikassee ist halt das Ding. Ich weiß nicht, ich versuche mal eben. Ich weiß nicht, ob es jetzt klappt oder nicht. Das mit Salz. Essensreste hinzugefügt. Wenn ein Kochrezept daneben geht, erneuert Essen 50. Ja, dann essen wir das eben. Oh, scheiße. Okay, hab ich irgendwas dagegen? Das ist doch bestimmt hier ein Tee, ne? Verdauungsbeschwerden halt, her damit. Okay. Dann müssen wir jetzt warten, bis die Krankheit abklingt. So, wo kriege ich Brot her? Und was kostet Brot? Hast du Brot? Hast du Brot? Suchst du nach was bestimmt? Er hat kein Brot. Aber der hat richtig... Okay. Okay. Nein, das ist in Ordnung. Ich dachte gerade, der Käfer wäre wertvoller als der Tee, den ich daraus gemacht habe. Hast du Brot? Kann ich dir helfen? Der 10 Brot. Wie viel ist eine Gabärenmarmelade wert? 2. Ich kann einen ausgeben. Hab dann statt 2 Gewinn 6 Gewinn. Das heißt 3 Gewinn im Gesamten. Ja, her damit. Ob ich dir das entgehen lasse, hallo? So, also langsam komme ich wieder rein hier. Also, Gebärenstuhlen. Okay, ich habe kein Brot mehr. Was machen wir jetzt? Meeresfrikassee ist ziemlich gut, aber der... Wo ist das? Das Bergmann-Omelette ist auch sehr gut. Dann mache ich davon noch ein paar. Den Eiern kann man das auch machen? Ja, machen wir. Ja, damit. So, beruhigenden Tee. Nee, ich brauche diesen Mineraltee. Den habe ich nämlich kaum. So, machen wir den hier noch. Okay, mein Wasser ist leer. Warte, Salz erstmal abkochen hier. Ich glaube, wir kochen einfach mal alles, was wir haben, ne? Okay, mehr geht nicht. Fleischeintopf. Da kann man Mais für verwenden. Guck mal. Und auch Turmip. Ja, ich habe nichts anderes. Ja, damit. So, Reiseproviant. Nee, das reicht jetzt erstmal. Denn ich meine auch... Warte mal.
Du kommst hier hin. Da, ein Feuerlappen, ein Eislappen. Gucken wir, den habe ich schon. Was gucken wir mal, was ein Eis und ein Feuerlappen wert ist. Der kostet dickes Öl und ein Buch. So, mein Freund. Suchst du nach was bestimmt? Was ist denn? Die sind 4 wert. Okay, das ist also nicht sinnvoll, das einzukaufen. Aber ich habe eine ganze Menge von dem und eine ganze Menge von dem. Wobei hiervon habe ich deutlich mehr. Gib 3 aus, um 4 draus zu machen. Also ich gebe halt einen aus, bekomme für ein normales Öl nur, aber ist vielleicht was anderes wertvoller? Ja, weiß ich jetzt noch nicht. Da habe ich auch noch nichts gemacht. Wenn man ihn röstet, der erste Schritt zur nutzbaren Giften, okay. Erstmal alle Gabären stohlen. Und jetzt kann ich mir eine Alchemie-Rüstung kaufen. Ausrüstung kaufen. Juhu! Hallöchen. Moin! Gib mir das da. Muss ich die noch eben... Packe ich auch hier unten hin. Ich brauche noch eben ein bisschen Holz. So, warum brauche ich Holz? Eine Alchemieausrüstung muss auch auf einem Lagerfeuer stehen. So, und die stellen wir dann einfach mal hier neben. So. Und so. Tada! Was kann ich hier dran machen? Gar nichts. Da brauche ich Rezepte für. Ja, dann gucken wir mal, was wir verkaufen können und welche Rezepte wir kaufen können. Ich habe hier auch noch eine Nebenquest. Und zwar Mana besorgen. Nee. Hä? Ich dachte, ich hätte noch eine Nebenquest. Von ihr gibt es doch noch eine Nebenquest. Ach ja, weil ich keine Alchemie-Zubehör. Jetzt habe ich ein Alchemie-Zubehör. Hallöchen. Reden. Hier ist der Plan. Brauche ich ein wenig Kristallpulver für meine besseren Tränke. Wenn du eine Alchemieausrüstung besitzt, könntest du mir etwas herstellen? Ja. Hey, hör mal. Weiß doch, wie man herstellt. Zerstoße 4 Mana-Steine in einer Alchemie. Okay, guck mal, das erste Rezept haben wir. 4 Mana-Steine. Hey, hör mal. Ich habe 22 Dingens. Das ist ein Eislappen. Das ist ein Stabilitäts... Was kostet der Lebenstrank? 25. Ich muss auf 25 kommen. Hier nehmen wir einen Feuerlappen. Und gib mir dann den Lebenstrank. Da. Perfekt. Jetzt können wir kurz gucken. Hier, ja. Wir sind hier richtig am Arbeiten, ja? So. Also das Rezept habe ich jetzt gelernt. Da brauche ich einen blutigen... Okay, ich habe keinen Kieskäfer mehr. Die habe ich alle verbraten. Shit. Pech gehabt. Dann, können wir aber die Mana-Steine mal für was verwenden. Dann müssen wir... Stellen wir mal einen her, gucken, was er wert ist von dem Kristallpulver. Und falsche Taste. Einen her von dem Kristallpulver, gucken, was das wert ist. Und machen wir es denn hier? Schauen, was sinnvoller ist. Eieiei. Packen wir mal die Tees weg. Und die ganzen Bergmann-Oblets. Das ganze Essen, was fertig ist oder nicht mehr gemacht und benutzt wird. Halt, das nicht. Da habe ich keine Verwendung für gehabt. Da weiß ich noch nicht, ob ich das noch nicht ver... Ja, okay, da habe ich keine Verwendung für gehabt. Warum im Endeffekt gerade nur die hier? So, Mana-Stein. Kristallpulver. Das will sie jetzt haben. Aber erstmal gucken wir, was das Kristallpulver wert ist. Suchst du nach was bestimmt? 14 und ein Stein ist 6. Das heißt, wir tauschen einen 24er Wert gegen einen 14er Wert ein. Hallöchen. Hier. 15 Silber. Okay, sie gibt... Oh, okay, die gibt... Oh, okay, die gibt eine ganze Menge Sachen ab. Dann ist... Kann man hier häufiger das machen?
merkwürdig. Okay, sie hat keine Hilfe mehr, die sie benötigt. Habe ich noch Geld? Ich könnte Mana-Steine verkaufen. Verkaufen wir mal 5 Stück, dann habe ich 30. Kaltstein, Kältetrank, Feuerstein. Stabilitätstrank, Eislappen, Eisfirnis, Ausdauertrank, Astraltrank, Nervengas, Gift! Gift, 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 Gift. Giftrezept, Gift wurde gelernt. So, was kann ich mit Gift machen? Da brauche ich gegrillte Krabbenaugen für und dann kriege ich Angriff, Griff, Gift. Habe ich gerade weggepackt. So ein Dreck. Ja, viel hin und her gelaufen, ne? Aber wie ich ja schon sagte, gehört dazu. So, wo sind die Krabbenaugen? Bin ich blind? Ach da. 2 von denen und Salz geben einmal 3 Gift. Dann kann ich gucken, was das Gift bringt. Vielleicht kann ich das komplett verkaufen und habe dann noch mehr Geld, um mir noch mehr Rezepte zu kaufen. Und dann wieder noch mehr Geld zu holen und wieder noch mehr Rezepte zu kaufen. Dann haben wir schon einen guten Handwerksstart. So. Ach ja, ich muss das erst kochen. Ah ja. So. Mehr geht nicht. Jetzt gucken wir mal, was das Gift wert ist. Suchst du nach was bestimmt? 3. 45. Guck mal, dann habe ich wieder Geld für neue Rezepte. Hehe. Dieser Kreislauf wiederholt sich, bis wir reich sind. Eisfairness. Was haben wir hier? Angriff, Brandmittel. Nervengas. Nehmen wir die beiden noch? Brandmittel und Nervengas? Was ist ein Astraltrank? Mana, den brauche ich nicht. Jetzt kann ich ja oben nachgucken. Hat sie auch die anderen Sachen? Stechblatt. Ein anderes Wort für Distel einfach. Ich glaube. Kaufe ich die? Ja, weiß ich jetzt noch nicht. Warte mal. Eislappen brauche ich nicht. Stabilitätstrank. Meuchelelixier. Was ist ein Meuchelelixier? Hat die hier eins? Muss ja ein teures sein, aber ich sehe es nicht. Ach, guck mal, sie hat Kieskäfer. Die kosten 15. Und Heiltrank kostet 15. Nee, das nicht. Da muss ich warten, bis ich Kieskäfer finde. Kaltstein, Kältetrank. Oder wir kaufen die 2. Dann haben wir ja Kalt schon durch und dann können wir Feuer weitermachen. Ja, komm. Kaltstein. Kaltstein? Kältetrank. Wunderbar. Was ist denn ein Kältetrank? Macht der Schutz vor Kälte? Vorübergehend dann Frostschaden und Widerstand verstärkt. Beginnt die Heilung von Mekafieber. Okay. Ein Kaltstein braucht einen Mana-Stein und man kriegt 3 raus. Aha. Und hierfür braucht man einen Kieskäfer. Hm. Dann gucken wir mal eben kurz, was das bringt, wenn man jetzt mit Blausand... Alter, ich hätte mir die ganzen Sachen mitnehmen sollen. Wie viel Uhr haben wir schon? 15 Uhr! Den ganzen Tag in Cierzo unterwegs. Tja, ja. Man kann sich auch verirren in sowas. Also, wir brauchen... Ach, ich habe hier sogar Kaltsteine. Nehmen wir welche mit. Hier ist Blausand. Mana-Steine habe ich. So, damit ich jetzt nicht noch mehr hier hin und her laufen muss, nehmen wir noch die mit. Die da mit. Das da. Das ist nicht für Alchemie. Das weiß ich nicht. Das könnte für Alchemie sein, das nicht. Das. Das ist alles für Essen. Den kann ich noch nicht verwenden, weil ich habe ja den Käfer dafür nicht. Alles klar. Und raus hier. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt
mehrere Sachen herstellen können. Zuerst einmal gehen wir zum normalen Händler, schauen, was Blausand und was ein Mana-Stein und ein Kältestein wert ist. Und dann wird es wieder kopfgerechnet. So. Suchst du nach was bestimmt? Ein Kältestein ist 8 wert. Das heißt, man... Okay, das sind 14. Das heißt, ich mache aus 20 3, 24. Ja, das lohnt. Das lohnt. Das machen wir. Dann verkaufen wir die Kältesteine, ne? Kaufen wir dann die Kältesteine? Ich brauche Geld. Mal gucken eben, wie viel Geld das geben würde. Wenn es richtig viel ist, dann machen wir das. Suchst du nach was Bestimmten? Oh, das ist richtig viel, das machen wir. Ich muss auch bald die, glaube ich, kaufen. Ich könnte sein, dass es irgendwann kalt wird. Kümmert sich wieder anders drum. Jetzt ich nicht. Ich kümmere mich hier rum. So, Kältestein haben wir. Jetzt können wir mit Feuer weitermachen. Feuerstein. Okay, Eisfirnis. Ausdauertrank. Stabilitätstrank. Und Astraltrank. Dann habe ich 135 und fast alle Rezepte, die es gibt. Wunderbar. Also Alchemie-Rezepte, die ich hier in Cer so kaufen kann. Wunderbar, wunderbar. Also das hat aus Handwerkssicht hat sich das jetzt richtig, richtig, richtig gelohnt. Ich kann Astraltrank sogar herstellen. Nur einen, okay. Jetzt brauche ich einen Ausdauertrank. Krimpnuss und ein Ei. Eisfirnis brauchen Kalkstein, Bauti und ein Gabärenwein. Feuerstein. LOL! Ist der Feuerstein viel besser oder warum kriegt man hier nur einen? Kältestein, Lebenstrank, Stabilitätstrank, Insektenhülle und Lebkrauti. Mhm. Viele von den Sachen habe ich noch gar nicht gefunden. Und naja. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich machen kann? Ja, ich kann noch ganz viele Feuerlappen herstellen. Und ein paar Verbände. Warte mal, ich mache 5 Verbände. 5 Verbände und der Rest geht in Feuerlappen. Und die werde ich nicht verkaufen, die brauche ich nämlich für draußen. Dann machen wir das nämlich anders. Dann packe ich den Eislappen, den verkaufe ich mal eben. Dann komme ich nicht in Bedrulle, den mal zu benutzen. Suchst du nach was bestimmt? Du kannst mal den Eislappen hier haben. Hier. Guck mal, dann kann ich hiervon noch 5 kaufen. Bin genau auf 0 Silber. Und mache noch weitere Feuerlappen. So, fertig. Jetzt haben wir ganz viel zum Buffen. Wir haben nämlich das Bergmannsomelett, was ziemlich gut ist. Wir haben... Sekunde, ich muss noch Wasser holen. Wir haben das Bergmannsomelett, was ziemlich gut ist. Wir haben das... den Feuerlappen, der ziemlich gut ist. Und ja, da war es auch, glaube ich, schon fast alles. Ach, wir können noch einen Tee machen. Brauchen wir noch ein paar Tees. Okay, ich kann noch mehr Tee kochen. Machen wir. Wie viel? 9 Stück noch. Alles klar. Oh, ich habe das Thumbnail vergessen. Aber ich stehe hier gut. Ich stehe hier gut. Sekunde. Mist. So. Geht besser. Aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. So. Weil wegen Alchemie und Kochen. Warte mal. Ich glaube, ich kann noch hier einen Schritt vor. Ja. Ja. So. Gut.
Ich wollte jetzt noch eben schauen, was der Tee so am Händler gibt. Einfach nur aus reiner Neugier. Suchst du nach was Bestimmten? 2. Die lohnen sich ja gar nicht zu verkaufen. Da lohnt sich ja mehr aus dem Zeug Eislappen zu machen und die zu verkaufen. Jetzt habe ich ganz viele Tees hergestellt. Egal. Will man bestimmt noch brauchen. So. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, müssen wir noch ein bisschen sortieren, können schlafen und dann für den nächsten Tag vorbereiten. Können wir in der nächsten Folge nämlich gleich durchstarten. Ich schmeiße das mal alles rein hier. Rausnehmen tun wir die Sachen morgen. Jetzt gehen wir erstmal und schlafen. So, wir können reparieren und schlafen. Was machen wir denn in der nächsten Folge? Wir haben die ganzen Sachen jetzt verarbeitet, ordentliche Handwerkstunde gemacht. Wollen wir uns mal aufs Konfluxgebirge aufmachen? Wäre eine Überlegung, ne? Zum Konfluxgebirge aufmachen? Mal schauen. Überlege ich mir noch. So, wir brauchen zu trinken. Wir brauchen Essen. Wo sind Bergmanns Omelets? Die sind gut. Davon nehmen wir mal. Wir wollen mal länger weg. Hier. Verbände immer 5. Haben sie immer als wichtig erwiesen. Eislappen nehmen wir auch mal 5 mit. Heiltrank. Beide. So. Ich nehme mal von jedem Tee auch einen mit, aber den packe ich in meine Tasche. Na? So. Was brauchen wir jetzt noch? Die Harpune, die Spitzhacke und eine Laterne. Hoppala. So, Zelt. Es wiegt halt 5, ne? Ne, das lasse ich hier. Zelt lasse ich hier erstmal. Dafür habe ich nicht genug Taschenplatz und den Rest brauche ich, glaube ich, nicht. Ach, ein Gegengift wäre noch gut. Ein Gegengift. Ätherischen Schaden. Ach, Geister. Mhm. Ja gut, Inventar ist vorbereitet. Dann können wir nächste Folge uns aufmachen und weiß nicht, Banditen jagen? Mal gucken. Linke Fluxgebirge vielleicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ist jetzt schon Mittwoch, ne? Warte mal, heute Dienstag, morgen ist Mittwoch, ja. Schönes Bergfest. Haut rein. Tschüss.